Seite 44 in eurem Handbuch. Wir lassen das Kapitel Geist, Seele und Körper aus und kommen später darauf zurück. Worüber ich jetzt sprechen möchte, ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich zu sagen habe. Ich kann die Bedeutung dieser Information gar nicht genug betonen. Aber ich erwarte auch nicht, dass Christen in Tränen ausbrechen, wenn sie es hören. Ich tat das auch nicht, als ich es das erste Mal hörte. Aber als ich mir dann die einzelnen Argumente ansah, sie verstand und alle Teile zusammensetzte und danach gehandelt habe, es ist eine der Sachen, die dich erst im Laufe der Zeit erwischen. Es baut sich langsam auf. Während du darüber nachdenkst, wie die einzelnen Elemente zusammenpassen, schließlich erkennst du, das ist wahrscheinlich die wichtigste Information, die ich je gehört habe. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr übertrieben an, aber ich möchte gerne, dass du genau zuhörst und es verstehst. Ich hoffe, dass wir den Rest des Tages dafür verwenden können. Denn das ist der Kern. Ohne das gibt es kein Christentum. Vor ein paar Wochen haben wir in einem Live-Team über dieses Thema gesprochen. Ich sage das, weil es auch die Bibel so sagt. Ihr könnt es selber nachlesen. Es ist so gewaltig und es tötet auf der Stelle so viele falsche Traditionen, die heiligen Kühe des Christentums. Wir beginnen im Römerbrief Kapitel 16, Vers 25. Dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses. Ihr stellt fest, Paulus sagt hier nicht eine Offenbarung eines Geheimnisses, sondern er sagt die Offenbarung des Geheimnisses. Versteht ihr? Es ist das Geheimnis, das ewige Zeiten hindurch verborgen war. Stellt euch das vor, das Geheimnis, über das wir jetzt reden wollen. Und ich muss anmerken, dass nur wenige Prediger der Kirche das Geheimnis kennen. Was erstaunlich ist, denn dies ist das Herz des Evangeliums, das Paulus predigte. Alles, was er predigte, entsprang dieser Erkenntnis. Und sagen zu müssen, dass die meisten Leute in der Kirche das nicht wissen, ist schockierend. Es ist eine Schande, aber es zeigt, wo die Kirche stehen geblieben ist und dass sie in den Dingen Gottes nicht gewachsen ist. Aber wenn wir das hier nicht verstehen, es ist das Geheimnis. Und wenn wir es nicht verstehen, brauchen wir nicht zu glauben, dass wir in den neuen Menschen hineinwachsen können. Er schreibt weiter, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, worüber hier wir sprechen, ist ein Geheimnis, das geheim gehalten wurde, seitdem die Welt besteht. Stell dir vor, dass Jesus zu dir kommt und dir etwas sagt. Es wäre eine absolut erstaunliche und tolle Erfahrung. Stell dir vor, Jesus kommt und sagt zu dir, ja, es stimmt, ich liebe dich. Das Überwältigende wäre hier nicht so sehr die Botschaft, sondern dass er persönlich zu dir kommt. Also stell dir vor, Jesus steht plötzlich vor dir. Und nachdem du deine Fassung wiedergefunden hast, sagt er zu dir, ich bin zu dir gekommen, weil ich eine besondere Botschaft für dich habe, die du verstehen musst. Denn das wird später dein Dienst für mich sein. Ich möchte, dass du von nun an nichts anderes mehr predigst, sondern nur noch das. Von jetzt ab sprichst du nur noch darüber. And then he says, and by the way, what I'm fixing to tell you,
Und außerdem, was ich dir jetzt sagen will, wurde verborgen gehalten, seitdem die Welt erschaffen wurde. Es ist ein Geheimnis, das nur der Vater kennt. Er hat es mit niemandem, auch nicht mit den Engeln, geteilt. Und nur du sollst es kennen. Was du gleich hören wirst, wurde noch niemals ausgesprochen. Was würdest du denken, wenn er sowas zu dir sagt? Hast du schon mal versucht, ganz aufmerksam zuzuhören, kein Wort zu verpassen, jede Betonung aufzunehmen, jeden Buchstaben jedes Wortes zu hören? So würde es dir gehen, wenn Jesus vor dir steht und dir sagt, Folgendes möchte ich dir erzählen. Und es hat noch niemand je gehört, denn es ist ein Geheimnis. Ich bin sicher, Paulus dachte, Wahnsinn, ich weiß genau, das wird so fantastisch. Woran Paulus nicht dachte, wenn er der Einzige ist, der es weiß, dann wird es sehr schwer werden, andere davon zu überzeugen. Ich komme in verschiedene Gemeinden und halte dort das DHT-Seminar über göttliche Heilung. Und Leute sagen zu mir, ich wusste immer, dass das wahr ist. Ich habe mir das schon immer gedacht, aber nie hat jemand darüber gepredigt. Die Leute haben versucht, mir das auszureden, aber ich wusste, dass es stimmt. Paulus konnte noch nicht mal das sagen. Er musste zu Leuten sprechen, die nichts wussten, und sie davon überzeugen. Denn das ist so anders als jede Religion. Es ist so anders. Es ist anders als das Judentum mit den Traditionen und all seinen Ritualen. Ich sag's mal so, wenn du ein hingegebener, praktizierender Moslem bist, dann kannst du das nicht glauben. Muslim, you can't believe this. You say, what do you mean you can't believe? What I mean is, du fragst mich, was meinst du damit? Ich meine, es widerspricht dem islamischen Glauben, das zu glauben, was ich euch sagen werde. Ich habe es euch noch nicht gesagt, aber ich sage euch, worum es geht. Moslems glauben nicht daran, dass Gott einen Sohn haben könnte. Also können sie nicht an Jesus als den Sohn Gottes glauben. Und wenn sie nicht glauben können, dass Gott einen Sohn hat, dann können sie erst recht nicht glauben, dass unsere Verbindung mit Gott über die Anerkennung seiner Ethik und seiner Moral hinausgehen könnte. Paulus schreibt also, und ich liebe es, das zu lesen. Wenn ich das lese, dann ist es, als würde ich innerlich explodieren vor Freude, vor Begeisterung. Hier steht, Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart wurde. Paulus kennt also diese Offenbarung schon. Und jetzt schreibt er an die Kirche in Rom. Diese Offenbarung wurde geheim gehalten schon vor Beginn der Schöpfung. Aber jetzt ist sie offenbart worden. So, hier ist es, guys, this is it, right? Jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes allen Nationen zum Glaubensgehorsam bekannt gemacht worden ist. Wozu? Zum Glaubensgehorsam. Damit die Menschen in den Glaubensgehorsam kommen können. Ohne diese Offenbarung kann also niemand dem Glauben gehorsam sein. Das zeigt die Wichtigkeit dieser Information. Es geht um Leben oder Tod, Himmel oder Hölle, Rettung oder Verdammung. Wie in 1. Korinther Kapitel 2. He says, made to all nations for the obedience of the faith. 1. Korinther 2. Vielleicht habt ihr schon gehört, wie ich darüber gesprochen habe. Lest das einmal so, als hättet ihr es noch nie vorher gelesen. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor,
Ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Mit anderen Worten, wir reden hier nicht von menschlicher Weisheit, die vergehen wird, sondern ich werde euch göttliche Dinge nennen, die über unsere Vorstellungen von Ewigkeit hinausgehen. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Er verwendet wieder das Wort Geheimnis. Es ist also ein Geheimnis, die verborgene Weisheit. Dieses Geheimnis hat also mit einer Weisheit zu tun, die verborgen ist, und zwar verborgen von Anbeginn der Zeit. Eine Weisheit, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Schon dieser Satz verstößt gegen religiöse Gefühle, denn Religion hasst es, dass du Herrlichkeit bekommst. Aber genauso steht es hier, die Weisheit, die Gott vor den Zeitaltern verborgen und vorherbestimmt hat, zu unserem Ruhm. Es gibt etwas, was dir Herrlichkeit bringt. Wir wollen Gottes Herrlichkeit nicht wegnehmen. Aber Gott kann uns Herrlichkeit geben. Es heißt, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Vielen Dingen stimmen wir nur zu, wenn sie im passenden Kontext genannt werden. Erwähne ich, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, werden viele sagen, ja, ja, das ist wunderbar. Aber dieser Satz wäre aus dem Kontext gerissen, denn der Vers meint, dass wir von der Herrlichkeit des alten Bundes in die Herrlichkeit des neuen Bundes gehen. Es hat nichts mit verschiedenen Herrlichkeitsebenen zu tun, sondern mit der Herrlichkeit, die vergeht und der Herrlichkeit, die ewig bleibt. Es sind verschiedene Bundesschlüsse. Es geht nicht darum, dass du noch toller wirst, sondern dass du aus dem alten Bund herauskommst und in den neuen Bund hineingehst. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Keiner der Fürsten dieses Zeitalters hat die Weisheit, die in dem Geheimnis steckt und die offenbart worden ist, erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Also anscheinend hat Gott etwas verborgen, von dem er nicht wollte, dass es bekannt wird. Denn hätten die Fürsten das erfahren, dann hätten sie Jesus nicht gekreuzigt und das hätte Gottes Pläne vereitelt. Aber Gottes Geheimnis von Anbeginn der Zeit blieb bewahrt und Jesus wurde gekreuzigt. Der militärische Begriff dafür wäre ein Hinterhalt. Gott hat Satan in einen Hinterhalt gelockt. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es fällt einem sehr schwer, das nicht in einem religiösen Singsang zu lesen, weil wir das so häufig gehört haben. Es bezieht sich auf die Offenbarung eines Geheimnisses, das von Anbeginn der Zeit verborgen war, das Gott vorbereitet hatte und von dem die Menschen nichts wussten. Es war uns eine unmögliche Vorstellung. Das Alte Testament fragt, kann ein Leopard seine Flecken wechseln? Natürlich nicht, es ist unmöglich. Von Anbeginn der Zeit war es verborgen, aber jetzt endlich. Jetzt endlich können wir das offenlegen, denn Christus ist gekreuzigt worden und der Feind kann ihn nicht mehr stoppen. Versteht ihr? Vorher durften wir nicht darüber reden. Denn wenn der Feind das gewusst hätte, dann hätte er den Plan vereitelt und Jesus nicht gekreuzigt. Aber inzwischen wurde Jesus gekreuzigt und er ist auferstanden. Der Feind kann nichts mehr dagegen tun. Deswegen können wir frei darüber sprechen. Und je mehr wir darüber reden, umso besser. Dann weiß der Feind auch, dass er es nicht mehr rückgängig machen kann. Now, unfortunately, the church doesn't yet know.
Dummerweise weiß aber die Kirche nicht, dass der Feind sie nicht mehr aufhalten kann. An der Stelle kommen wir ins Spiel. Deswegen musst du das erkennen und anfangen, wie Jesus zu reden und zu handeln. Und wenn dich Leute einen Abhang runterstürzen wollen, gehst du einfach durch ihre Mitte. He says, the things which God has prepared for them that love him. Vers 10. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Das also, was sich kein Mensch ausdenken konnte, das hat uns Gott offenbart durch seinen Geist. Diese Dinge sind in dir, denn der Geist weiß es und der Geist ist in dir. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Da sind Dinge, die uns Gott geschenkt hat. Er gab dir seinen Geist, damit du die Dinge erkennst, die er dir geschenkt hat. Keine Dinge, die du noch kaufen oder erwerben musst, sondern Dinge, die dir kostenlos geschenkt wurden. Ich will hier nur eine kurze Anmerkung machen. In Vers 12 sagt er, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Hier möchte ich anmerken, dass der Geist dieser Welt sehr tief in die Kirche eingedrungen ist. Wahrscheinlich kannst du es nirgendwo besser sehen als hier in Amerika. Gerade jetzt, wegen dieser Atmosphäre, wegen diesem gemeinsamen Bewusstsein, um es mit den Worten der Bibel zu sagen, in Sprüche 29, Vers 18, collective consciousness, if you want to use that term, in America and in people of, I'll just put it in Bible terms. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk. Eine andere Übersetzung lautet, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos. Genau das passiert gerade in Amerika, und zwar stärker als jemals zuvor. Menschen agieren zügellos. Sie sagen, dass alles erlaubt ist. Und was für dich richtig ist, muss für mich nicht richtig sein. Du kannst tun und lassen, was du willst. Es gibt keine Regeln. Es gibt weder falsch noch richtig. Wir brauchen keine Regeln und keine Vorgaben. Diese Stimmung und diese drastische Sicht ist sehr schnell gekommen, und genau der gleiche Geist ist auch in der Kirche zu spüren. Man nennt es die Gnadenbotschaft, aber das ist es nicht. Das ist keine Gnade. Die Botschaft der Gnade wird uns im Titusbrief sehr klar gesagt. Die Gnade Gottes lehrt uns, wie wir richtig leben können. Noch nie traf, was im 2. Timotheusbrief 4 steht, stärker auf eine Zeit zu. Nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Damit entsteht eine ganz neue Gruppe von Lehrern, die nur noch Dinge lehren, die dem Geist dieser Welt gefallen. Sie hüllen es in religiöse Worte, weil sie wollen, dass es sich wie das Evangelium anhört. Aber es ist kein Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht, die Jesus sein Leben gekostet hat. Es ist inzwischen so verzerrt, dass jetzt alles erlaubt ist. Niemand ist mehr im Unrecht, keiner hat mehr Recht, nichts ist mehr wichtig. Und das ist tatsächlich der Geist dieser Welt. Viele versuchen, das in die Kirche zu drücken. Vermutlich werden wir in Zukunft sehen, je mehr sich die wahre Kirche gegen diese Vereinnahmung stemmt, umso mehr Verfolgung wird kommen. Wir müssen ein Volk werden, das sich dafür entscheidet, auf der Seite der Wahrheit zu stehen, egal wie viel es uns kostet. Paulus schreibt hier,
Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen. Deswegen sollten wir sicherstellen, dass wir nicht dem Geist der Welt folgen oder seinen Lehren. Vor kurzem habe ich wieder etwas auf Facebook geschrieben, das erste Mal nach 3 Monaten. Ich hatte damit aufgehört, weil ich es müde war, mit Leuten zu streiten. Ich schrieb, viele beginnen, menschliche Gedanken mit biblischer Theologie zu verwechseln. Aber sie denken nicht, wie Gott denkt, sondern sie denken wie Menschen. Sie versuchen, Gottes Wort in menschliche Denkmuster zu pressen. Das geht nicht. Glaub nicht, dass Gott so denkt wie du. Du musst deinen Geist mit dem Wort Gottes erneuern, damit du so denkst, wie Gott denkt. Gott denkt nicht wie wir. Wir müssen lernen, so zu fühlen und zu denken wie er. Denn nicht Gott muss sein Denken erneuern, sondern wir müssen das. Viele Menschen erfassen nicht das ganze Bild, sie sehen nur ein Detail. Und leider kannst du fast jedes Detail, jede Überzeugung mit fast jeder anderen Überzeugung in Übereinstimmung bringen. Nur wenn du eine bestimmte Aussage mit einer ganzen Weltsicht verbinden willst, kannst du Probleme feststellen. Du siehst ein Problem häufig erst dann, wenn du einen Schritt zurückgehst. Unsere Überzeugungen müssen zu den biblischen Aussagen passen, denn die Bibel widerspricht sich nicht. Wir sind bei Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge reden, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. All dies geht auf folgende einfache Tatsache zurück. Wenn dir lange Zeit eine falsche Überzeugung beigebracht wird und es gibt Leute, die auch falsche Überzeugungen sehr glaubwürdig kommunizieren können, dann kann es passieren, dass du das Gute böse nennst und das Böse gut. Und da sind Menschen im sichtbaren Leib Christi tätig, von denen ich, um ehrlich zu sein, nicht weiß, wie ihre Beziehung zu Christus ist. Und sie leiten andere Menschen in etwas hinein, was sehr gefährlich ist. Deswegen müssen wir zurückkommen zu dem, was das Christentum zum Christentum macht. Es geht um die neue Schöpfung. Du bist entweder von Neuem geboren oder du bist es nicht. Entweder du hast den Geist Christi oder du hast ihn nicht. Und wenn du seinen Geist nicht hast, dann gehörst du nicht zu ihm. Uns ist gesagt, dass wir das Böse hassen sollen. Paulus schreibt, verabscheut das Böse. Ihr sollt es nicht ignorieren, sondern verabscheuen. Und wenn du wiedergeboren wirst, dann fängst du an, einen Abscheu für das Böse zu entwickeln. Nicht auf Leute, versteht mich nicht falsch, sondern auf das Böse. Und du fängst an, das Böse zu hassen, Bedrückung zu hassen, die Krankheit zu hassen, die ein Kind entstellt. Ich persönlich glaube nicht, dass jede Krankheit und jedes Gebrechen von einem Dämon verursacht wird. Ich denke mir, es könnte auch genetisch sein. Aber auch dann fällt es in den Wirkungsbereich des Teufels, in die Kategorie von Stehlen, Töten und Zerstören. Ich kann mir vorstellen, dass jemand unter Drogeneinfluss ein Baby bekommt und dass dieses Baby drogenabhängig ist. Wurde die Mutter dämonisch beeinflusst, Drogen zu nehmen? Möglicherweise. Wurde das Baby durch einen Dämon körperlich geschädigt? Wahrscheinlich nicht.
Versteht ihr den Unterschied? Wir leben in einer gefallenen Welt, deswegen gibt es diese körperlichen Probleme. Dinge, die Menschen einfach passieren. Umso mehr sollten wir richtig vor Gott leben und in Gerechtigkeit handeln. Und wir sollten das Herz Gottes kennen. Nicht alles Böse wird von Dämonen verursacht, aber es gehört in die gleiche Kategorie. Aber ganz egal, uns ist Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Wir haben das Recht und die Fähigkeit, da hineinzusprechen und diese Dinge zu ändern. Vers 16, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer, der ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Wir haben den Sinn Christi. Epheser 1, Vers 6, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten. In ihm, in wem? In Christus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis, hier ist wieder ein Geheimnis, seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm selbst. Habt ihr gehört? Das Geheimnis seines Willens. Was ist das Geheimnis? Vers 10. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Seht ihr, wie zentral Christus ist? Alles geht zurück auf ihn. Wenn die Zeit erfüllt ist, führt er alle Dinge in Christus zusammen. Paulus schreibt weiter in Vers 11. Und in ihm, in Christus, haben wir auch ein Erbteil erlangt. Wir haben dieses Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Über den Heiligen Geist der Verheißung sagt er in Vers 14, der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Und manche Leute lesen diesen Text und sagen, schau mal, das beweist, dass Heilung gar nicht für heute ist. Denn der Geist ist ja nur die Anzahlung für das, was noch kommen wird. Also sind wir noch gar nicht von der Verdammung frei. Also sind wir noch gar nicht erlöst. Dann gibt es auch noch keine Heilung. Aber damit irst du dich. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jesus viele religiöse Traditionen korrigiert hat? Er stieß auf Überzeugungen, die falsch waren, und predigte dagegen. Das tat er sehr häufig. Er ging dagegen vor. Und dann zeigte er ihnen, wie man im Königreich Gottes lebt. Aber er begann fast jedes Mal mit einem negativen Beispiel. Lest es selber. Er fängt immer mit dem Irrtum oder dem Zerrbild an. Wenn ihr betet, dann betet nicht wie die Heuchler. Er hat häufig nicht mit etwas Positivem begonnen, sondern eher mit Gegenbeispielen. Wenn ihr fastet, dann fastet nicht wie diese dort. Wenn ihr es tut, dann tut es nicht wie diese dort. Das ist nicht gerade zurückhaltend, das ist nicht gerade freundlich. Er hätte das auch weglassen können. Er hätte sagen können, so sollt ihr beten, so sollt ihr fasten. Hat er nicht gemacht. Er sagte, tut es nicht so wie die. Mich würde es nicht überraschen, wenn Jesus Namen genannt hätte. Sie haben das nur nicht aufgeschrieben. Die Schriftgelehrten und die Juristen hätten sie bestimmt verklagt. Anyway, he goes on. Now notice this. Here. Ich gehe mal zurück im Text, denn ich möchte noch etwas hervorheben. Dass ihr das Siegel habt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, darüber möchte ich nicht zu schnell hinweggehen.
Der Heilige Geist der Verheißung. Wenn du den Geist Christi nicht hast, dann gehörst du nicht zu ihm. Es ist der Heilige Geist, der in dir wohnt, der es macht, dass du wiedergeboren bist. Die Bibel sagt uns, dass wir aufpassen sollen. Passt auf bei diesen Menschen. Achtet auf falsche Christusse, auf falsche Propheten, auf falsche Lehrer. Paulus warnt seine Leser immer wieder. Auch in der Offenbarung finden wir sehr viele Warnungen. Jesus sagte zu einer Gemeinde, ich sehe euer gutes Handeln, aber ich habe gegen euch, dass ihr eine Frau prophezeien lasst, die den Jezebel-Geist hat. Das hättet ihr nicht tun sollen. Er spricht auch über Menschen, die sich zwar Apostel nannten, aber es gar nicht waren. Solche Warnungen hören wir sehr viele. Er spricht auch darüber, dass die Gemeinde sich eine Lehre genau anschaut und dann bewertet, dass sie nicht einfach alles zulässt. Wir wissen, dass diese Dinge in der Endzeit zunehmen werden. Daher sollten wir uns nicht täuschen lassen. Wie die Gemeinde in Beröa sollten wir alles anhand der Schrift prüfen. Wir sollten uns nicht davon blenden lassen, dass ein Lehrer bekannt ist. Wir müssen nicht das Argument verwenden, dass sich eine Lehre gut anfühlt. Wir müssen entscheiden, was wir als wahr annehmen. Er schreibt uns, dass wir nicht Leute sein sollen, die ihre Lehrer nach ihren eigenen Wünschen oder Vorlieben auswählen. Aber denkt nicht, dass dies nur damals in der Apostelgeschichte geschah oder in der Endzeit geschehen wird. Dieses Problem gab es schon immer. Auch im Alten Testament gibt es Lügenpropheten. Menschen, die nach der Eitelkeit ihres eigenen Denkens prophezeiten. Auch damals gab es das schon. Du fragst mich, warum ich das sage, weil Jesus das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld erzählt. Das Unkraut wurde vom Feind zwischen den Weizen gesät. Es wurde gesät, als der Bauer schlief. Aber wenn du zur Gerechtigkeit aufgewacht bist, wenn du aufmerksam das Wort Gottes studierst, wirst du nicht überrumpelt werden. Du wirst in der Lage sein, die Wahrheit zu erkennen. Wenn dann falsche Christusse kommen, wenn die Leute rufen, hier ist Christus, dann lauft ihnen nicht nach. Oder wenn jemand sagt, dass er eine Salbung hat, dass er der Gesalbte der Stunde sei. Wir brauchen niemand hinterherzulaufen, denn das Königreich ist in uns. Du brauchst niemand hinterherzulaufen, denn du hast schon alles. Du hast den Heiligen Geist der Verheißung in dir. Das ist dein Erbe. Er redet zu dir. Er warnt dich. Er wird dir sagen, wo du hingehen sollst und wo nicht. Er spricht von Leuten, die ihr Gewissen brandmarken. Wie kann das sein? Wie kannst du dein Gewissen brandmarken, wenn alles egal ist? Es muss richtig und falsch geben. Auch ich warne euch. Seid vorsichtig, nehmt nicht alles an. Denkt nicht, weil sich jemand cool anhört oder weil ihn viele Leute toll finden, dass dieser jemand recht hat. Ganz ehrlich, Gott war selten auf der Seite der Mehrheit, wirklich selten. Es ist häufig viel eher ein kleiner Rest. Die Leute, die durch die enge Pforte gehen und nicht auf dem breiten Weg. Das bedeutet auch, dass ihr alles prüfen müsst, was ich sage. Glaubt auch mir nicht einfach alles. Prüft es, analysiert es, studiert die Quellen. Wenn ihr etwas findet, was nicht passt, dann kommt auf mich zu und sagt mir Bescheid. Wir können darüber sprechen und werden die Wahrheit finden. Vielleicht habe ich es falsch gesagt, vielleicht habe ich es auch falsch gemeint. Ich bin nicht unfehlbar. Ich nehme mir für das Bibelstudium viel Zeit, denn ich möchte das Richtige lehren. Und wenn mir ein Fehler unterläuft und du ihn findest, dann sag mir Bescheid. Wenn es ein Fehler ist, dann werde ich ihn korrigieren. Vor einiger Zeit habe ich das getan. Ich hatte einfach wiederholt, was ich von jemand anderem gehört hatte. Ich hatte nicht weiter darüber nachgedacht. Obwohl ich die Aussage der Bibel kannte, sagte ich, dass es im Prinzip nichts mehr zu tun gibt, bevor Jesus zurückkommt. Tatsächlich stimmt das nicht. Die Schrift spricht von einem Abfall, und ich denke, dass wir kurz vor diesem Ereignis sind, dass wir es sogar schon sehen können. Sogar die Erwählten werden getäuscht werden. Es sieht alles danach aus. Es ist eine spannende, aber auch eine traurige Zeit. Bei Menschen, die du gut kennst, denkst du dir, wie kannst du dich nur so täuschen lassen? Es kann passieren, aber solange wir atmen, ist Buße möglich. Menschen können zu Gott umkehren. Und jemand, der umgekehrt ist, ist häufig viel ernsthafter bei der Sache und stark in der Wahrheit. Anyway, he says here,
In Epheser 3, Vers 1 schreibt Paulus: Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi für euch Heiden, ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben wurde. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Halten wir hier kurz an. Wieder steht hier das Wort Geheimnis. Und Paulus sagt, dieses Geheimnis ist mir offenbart worden, wie ich euch bereits geschrieben habe. Das lesen wir im Epheserbrief. Wir haben aber nur einen Epheserbrief, nicht zwei. Obwohl Paulus sagt, ich habe euch doch schon vorher geschrieben. Das begeistert mich, denn es bedeutet, dieser Brief ist tatsächlich der zweite Epheserbrief. Paulus hat also davor schon einen Brief geschrieben, denn er sagt, durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Er hatte ihnen vorher schon von dem Geheimnis bzw. von der Offenbarung geschrieben. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Als ich das verstand, fragte ich mich, wo ist der erste Epheserbrief? Denn Paulus sagt hier, wenn ihr den ersten Epheserbrief lest, versteht ihr meine Einsicht in das Geheimnis Christi. Und jetzt hört zu, was in anderen Zeitaltern keinem Menschen bekannt war. Paulus offenbart hier also etwas, das in anderen Zeitaltern nicht bekannt war. Das steht hier. Paulus spricht also von einem Geheimnis, das verborgen war, von dem auch in vergangenen Zeiten niemand gewusst hat. Aber, sagt er, es ist jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden. Now, notice verse 6. In Vers 6 steht nun etwas darüber. Es ist nicht das ganze Geheimnis, sondern nur ein Teil davon. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind. Das war ein Schock für die Juden. Wir wissen aus Apostelgeschichte 10, dass Petrus sehr erstaunt war, dass auch die Heiden gerettet werden können. Gott musste ihm eine Vision mehrfach zeigen, damit er es glaubt. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Die mir, er wiederholt das, die mir, er ist schockiert, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Als ich das las, musste ich fast lachen. Paulus schreibt hier, ich werde den unausforschlichen Reichtum Christi verkündigen. Wie kannst du denn etwas, was unausforschlich ist, überhaupt verkündigen? Nur durch Offenbarung. Das ist die einzige Möglichkeit. Deswegen verstehen das viele nicht. Denn viele Christen und auch viele Prediger sind nicht wiedergeboren. Und wenn du nicht von Neuem geboren bist, hast du auch die Offenbarung nicht. Dann kannst du sie weder predigen noch verkünden. Was predigst du stattdessen? Religion, Gebote und Verbote, Regeln. Es sei denn, du hast den Geist Gottes. Denn der Geist Gottes ist auch der Geist der Offenbarung. Lasst es mich so sagen, wenn du den Geist Gottes hast, dann ist es kaum möglich, dass du keine Offenbarung bekommst. Denn das gibt er uns. Es entspricht seinem Wesen. Wenn er in dich einzieht, bringt er Offenbarung mit. Das geschah auch bei Paulus. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Merkt ihr, wie Paulus das Thema umkreist? Es ist fast so, als wollte er sie locken. Jesus hat das genauso gemacht. Er warf die Angel aus und wartete darauf, dass sie anbeißen. Er hat seine Perlen nicht einfach vor die Schweine ausgeschüttet. Er weckt unser Verlangen danach, versteht ihr? Er wollte, dass wir uns danach ausstrecken, danach suchen. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Warum hat Gott es verborgen? Und warum offenbart er es seinen Heiligen?
Sein Ziel ist, dass durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes offenbart wird, und zwar den Fürsten, den Mächten und Gewalten und allen anderen. Ihr könnt euch vorstellen, wie diese Mächte auf uns Menschen herabsehen. Sie sehen uns als Dreck. Diese Gewaltigen existieren seit Äonen und sie schauen auf uns als unbedeutende, mickrige Menschen. Sie denken, der Mensch ist nichts im Vergleich mit uns. Vor einiger Zeit noch wurden diese Fürsten und Gewalten in vielen Kulturen als Götter verehrt. Sie waren die griechischen und römischen Götter, die Götter der Kanaaniter. Dahinter standen die Mächte, die Fürstentümer und die Gewalten. Nicht alle dieser Götter waren ausgedacht, sondern existieren tatsächlich als Geistwesen. Und sie antworteten auf Gebete. Zum Beispiel Diana oder Artemis, die Göttin der Fruchtbarkeit. Wenn du keine Kinder bekommen konntest, brachtest du ihr Opfer. Und manchmal bekamst du dann auch Kinder. Deswegen sagt Gott, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Geht nicht auf dem Weg der Kanaaniter und heiratet sie nicht, denn sonst kann es sein, dass ihr diese anderen Götter auch anbeten werdet. Diese anderen Götter waren einfach Fürsten und gewaltige Geistwesen an himmlischen Örtern, die über diese Gebiete herrschten. Paulus sagt also, die Gemeinde verfügt jetzt über das Wissen, das in dem Geheimnis verborgen ist. Es wurde uns offenbart und wir sollen es zum Vorschein bringen. Wir sollen die Fürstentümer und Gewalten an ihren Platz verweisen, unter unsere Füße. Wir werden Weisheit Gottes demonstrieren, mit der er uns, unwürdige Menschen, über ihre Gewalt gesetzt hat. Aber weil wir über ihnen eingesetzt sind, sind wir keine unwürdigen Menschen mehr. Wir sind Menschen, in denen der Geist des lebendigen Gottes wohnt. Wir sind Menschen, in denen Jesus Christus selbst lebt und wohnt und durch sie handelt. Du bist wesentlich größer, als du dir überhaupt vorstellen kannst, wenn es um Kraft geht und darum, was durch dich getan werden kann. Denn du sollst ein offener Kanal sein für den allmächtigen Gott. Wir sind jetzt auf diesem Weg. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich euch gerne mit Skizzen aufzeichnen, wie wir auf dem Weg der Wahrheit abgeirrt sind und das Ganze zu einem Kult gemacht haben. Menschen haben diese Wahrheit genommen, sind davon etwas abgewichen und haben sie zum Irrtum gemacht. Es wurde zur Häresie, zur Ketzerei, zur Lehre. Es wurde ein Kult. Er schreibt weiter, diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Hört ihr das? Ihr habt Freimut, ihr habt Zugang mit aller Zuversicht. Warum sehen wir in der Kirche nicht mehr davon? Warum sehen wir nicht mehr Kühnheit? Warum sehen wir nicht mehr Zugang mit aller Zuversicht? Warum sehen wir so viele Leute auf dem Bauch kriechen und sich ihren Weg hineinbetteln, die vor dem heiligen Ort zurückscheuen, die versuchen, Gott zu sich zu bitten? Aber Gott sagt, warum soll ich raus zu euch kommen? Ich habe euch doch freien Zugang gegeben. Kommt freimütig zu mir. Ihr müsst nicht ständig sagen, O Gott, bitte erscheine, lass deine Herrlichkeit niederkommen. Wir werden hier stehen bleiben und schreien und jammern, bis du zu uns kommst. Aber Gott sagt, ich habe mich niedergesetzt, ich stehe nicht auf. Wenn ihr mit mir zusammen sein wollt, dann kommt doch zu mir. Ihr könnt hierher kommen, denn ich habe euch Kühnheit gegeben und Zugang mit Zuversicht. Steht auf, wischt euch die Tränen und den Rotz aus dem Gesicht und kommt mit Zuversicht zu mir. Kommt zu mir, als ob ihr hier zu Hause seid, denn so ist es. Ihr gehört hierher, niemand anders, nur ihr und euer Gott. Das ist, wer ihr jetzt seid. Ihr habt Zutritt. Ihr könnt jetzt zu Gott gehen und sagen, weißt du, ich habe gesehen, was da drüben passiert. Das ist nicht richtig. Ich wollte nur sagen, wir kümmern uns darum. Und Gott sagt, ja, mach das. Was soll geschehen? Ja, ich denke, diese eine Sache muss aufhören. Und da drüben brauchen wir Regen, weil es zu trocken ist. Und Gott sagt, sehe ich auch so. Tut das. Sprecht es aus. Dann sagst du, Regen, du wirst jetzt hier fallen.
Versteht ihr, wie das geht? Im Alten Testament musstet ihr euch hinstellen und flehen, oh Gott, bitte schick Regen, lass es regnen. Jetzt nicht mehr. Gott sagt, was ihr auf Erden lösen werdet, werde ich im Himmel lösen. Ich stehe hinter euch. Was ihr fesselt, werde ich fesseln. Was ihr verbietet, werde ich verbieten. Ich stehe hinter euch. Was ihr zulasst, werde ich zulassen. Was immer geschieht, wenn es nicht dem Willen Gottes entspricht, stoppt es. Okay, an dieser Stelle möchte ich etwas einschieben. Es gibt Abstufungen, es gibt Gebiete, es gibt Aufteilungen. Ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Aber es gibt eine religiöse Strömung, die versucht, sich ins Christentum zu drücken. Sie fördert eine mystische Sicht des Glaubens. Damit will ich nicht sagen, dass es im Christentum keinen mystischen Aspekt gibt. Aber das Falsche liebt alles Mystische, weil es nicht greifbar ist. Deswegen spreche ich auch immer wieder über falsche Propheten, denn Prophetie ist häufig vage und nicht greifbar. Körperliche Heilung sollte sehr greifbar sein, aber viele Prophetien sind das nicht. Manche Propheten sagen manchmal, was immer sie wollen, und hängen ein "So spricht der Herr" ans Ende. Manchmal sagen sie noch nicht mal das. An dieser Stelle können sehr leicht falsche Aussagen auftreten. Deswegen sollen wir Prophetie auch bewerten. Ich finde es toll, wenn es Christen gibt, die ihre prophetische Aussage auf Band aufnehmen. Das sollten am besten alle so machen. Es sollte nicht versteckt irgendwo im Verborgenen ablaufen. Irgendwer sagt irgendwas, was dann irgendwie eine Voraussage ist. Ja, das habe ich schon vorausgesagt. Wie wenn mir jemand am 12. September sagt, das Unglück habe ich schon vor 2 Monaten vorausgesehen. Wenn du so etwas siehst, dann sprich öffentlich darüber. Wenn so eine Voraussage falsch ist, dann möchte man auch keine Rechenschaft abgeben. Man will nur irgendetwas sagen und damit etwas darstellen. Das Falsche möchte sich gern als etwas Großes darstellen. Wenn jemand euch prophezeien möchte, dann sagt er ihm, okay, lass uns das aufnehmen. Warum? Weil ich möchte, dass du die Verantwortung übernimmst. Das ist einfach, oder? Es muss nicht alles zu 100% zutreffen, denn wir sind Menschen. Aber es sollte Wahrheit enthalten. So, dass du sagen kannst, stimmt, du solltest erkennen können, wenn es passiert. Als Gemeinde sollten wir diese Dinge ernst nehmen. Wir müssen die Dinge klar benennen können. Du hast bisher 12 prophetische Worte abgegeben und keins von denen hat sich erfüllt. Ab jetzt behältst du deine Prophetie besser für dich. Wenn du davon überzeugt bist, bete für die Leute. Denn sonst bringst du die Leute nur durcheinander. Wir müssen Dinge beim Namen nennen können. Es ist schon nach 5 Uhr. Ja, genau. Machen wir das wie in einer Fernsehserie. Wer ist der Vater des Babys? Schaltet morgen wieder ein, um es herauszufinden. Was ist nun das Geheimnis? Morgen um 9 Uhr. What can I say? Ja, leider schaffen wir es heute nicht mehr, das Thema abzuschließen. Ich habe es versucht, wirklich versucht. Aber morgen früh schauen wir uns das an. Natürlich könntet ihr es auf den nächsten Seiten einfach lesen. Aber darum geht es nicht. Die Frage ist, wie viel davon du verinnerlichen kannst. Denn ich sage euch, das ist das Entscheidende.
Viele Christen tun mir so leid. Sie warten darauf, dass eines Tages etwas Besonderes geschehen wird. Dass sie eines Tages sagen können, jetzt bin ich der Mensch, den Gott haben wollte. Die darauf warten, dass eines Tages der Richtige seine Hand auf sie legen wird, dass ihnen eine Gabe weitergegeben wird, die auf eine Salbung warten, auf den einen Gottesdienst, in dem die Salbung auf sie kommt. Das ist einfach sehr traurig. Jesus starb, um diese Art des Denkens zu beenden. Jesus starb, damit er in dir leben und in dir wachsen kann. Wir brauchen auf nichts mehr zu warten. Es gibt kein Geschenk mehr, auf das du warten könntest. Es ist schon da. Hör zu, die meisten Christen warten darauf, dass Gott etwas für sie tut. Das Dumme dabei ist, es ist schon passiert. Man hat ihnen allerdings erzählt, dass etwas anderes passiert sei. Versteht ihr? Ihr wartet auf das Neugeborenwerden in Christus. Besonders in charismatischen Kreisen wollen wir, dass Menschen nach ihrer Rettung schnell mit dem Heiligen Geist getauft werden, dass sie in Zungen sprechen können und die Gaben und alles. Paulus schreibt, das sind nur Anzeichen, dass ihr den Heiligen Geist habt. Worauf ihr wartet, das ist bereits passiert. Das gilt auch für dich. Worauf du wartest, ist bereits geschehen. Es ist erledigt. Vorhin bekam ich die Frage, wenn wir schon alles bekommen haben, als wir neugeboren wurden. Ich würde nicht sagen, dass wir alles haben, aber wir haben Christus bekommen. Und das ist ziemlich gut, oder? Und mit Christus hat er uns alles gegeben, was für Leben und Gottseligkeit ausreicht. Die Frage ging weiter, warum warten wir dann noch auf die Taufe mit dem Heiligen Geist? Es ist so, wenn du von Neuem geboren wirst, bekommst du alles, was du brauchst, um als Sohn oder Tochter des lebendigen Gottes zu leben. John Lake wirkte in Heilungen und Wundern lange bevor er mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Du musst nicht in Zungen reden können, um die Kranken zu heilen. Ich lehre hier noch nicht über die Taufe mit dem Heiligen Geist, aber ich möchte, dass ihr versteht, wenn ihr gerettet werdet, dann bekommt ihr Jesus. Und bei der Taufe mit dem Heiligen Geist, da bekommt er dich. Wir denken, dass uns bei der Taufe noch etwas gegeben werden würde. Aber tatsächlich, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst, dann wirst du alles andere los. Du wirst von ihm überwältigt, du wirst in ihn hineingetaucht, er durchdringt dich. Das ist etwas anderes. Er kommt nicht nur auf dich. Hör zu, wenn du wiedergeboren wirst, bekommst du alles, was du für ein Leben als Christ brauchst. Die Taufe mit dem Heiligen Geist gibt dir die Fähigkeit, das jederzeit und überall auszuüben. Die Taufe des Heiligen Geistes kommt in der Regel nicht mit der Wiedergeburt. Am besten sagen wir das mit den Worten der Bibel. Die Geistestaufe ist die Ausrüstung mit Kraft für den Dienst. Das ist es, was unterm Strich herauskommt. Eine Kraftbefähigung für den Dienst Christi. Nach deiner Wiedergeburt bist du Christ. Du kannst Glauben für Heilung haben. Du kannst für alles Glauben haben. Du kannst den Glauben lernen und es wird funktionieren. Aber die Geistestaufe ist eine Befähigung für den Dienst mit der Kraft Gottes. Seht ihr, zum Beispiel Charles Finney oder John Alexander Dowie, der noch nicht mal an die Geistestaufe glaubte, erhielten Kraft, um zu predigen und Zeugnis zu geben. Du kannst die Macht in den Worten von Billy Graham nicht leugnen. Sie haben Nationen verändert. Und wenn wir lesen von der Wirkung der Taufe mit dem Heiligen Geist, die im frühen 19. Jahrhundert geschehen ist, oder auch in der Apostelgeschichte, Ich sag euch, es ist fast eine Schande, wenn heutzutage jemand sagt, dass er mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Denn wenn in uns der gleiche Geist ist, der damals in ihnen war, dann sollten wir viel mehr von dem sehen, was damals geschehen ist. Because if you have to compare, if it's the same spirit in us that was in them,
we should be seeing a whole lot more of what they saw. Amen? I think sometimes es scheint mir wie der Unterschied zwischen warm werden und in Flammen stehen. Manche Leute treten einen Schritt vom Feuer zurück, sobald ihnen warm genug geworden ist. Mir ist wichtig, dass ihr versteht, was wir in den nächsten Tagen besprechen werden. Ich versuche nicht, euch zu manipulieren. Und ich möchte euch nicht sagen, was ihr erwarten sollt. Ich hätte lieber, dass der Heilige Geist in euch arbeitet und es herausbringt. Ich möchte, dass ihr alles, was Gott für euch hat, in seiner ganzen Fülle empfangen könnt. Damit machen wir morgen weiter. Ich will euch nicht daran hindern, weiterzulesen, aber studiert ihr erstmal, was wir heute besprochen haben. Lest die Schriftstellen nochmal. Lest sie laut vor. Nehmt euch Zeit. Nehmt es in euch auf. Diese Worte sind wie Samen. Es sind die kostbaren Verheißungen. Durch sie werdet ihr Teilhaber der Natur Gottes. Behandelt es nicht wie Schmutz. Behandelt es wie kostbare Perlen, für die ihr alles verkauft. Wenn ihr im Neuen Testament lest, dann untersucht jedes einzelne Wort gründlich. Was heißt das genau? Das ist mein Erbe. Das ist für mich. Versucht es einfach. War heute etwas für euch dabei? Wir machen an dieser Stelle morgen weiter und sprechen über das Geheimnis. Gott segne euch. Von Anbeginn der Zeit war es verborgen, aber jetzt endlich können wir das offenlegen, denn Christus ist gekreuzigt worden und der Feind kann ihn nicht mehr stoppen. Aber ganz egal, uns ist Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Wir haben das Recht und die Fähigkeit, da hineinzusprechen und diese Dinge zu ändern. Wir brauchen niemand hinterherzulaufen, denn das Königreich ist in uns. Du brauchst niemand hinterherzulaufen, denn du hast schon alles. Du hast den Heiligen Geist der Verheißung in dir. Das ist dein Erbe. Aber weil wir über ihnen eingesetzt sind, sind wir keine unwürdigen Menschen mehr. Wir sind Menschen, in denen der Geist des lebendigen Gottes wohnt. Wir sind Menschen, in denen Jesus Christus selbst lebt und wohnt und durch sie handelt. Du bist wesentlich größer, als du dir überhaupt vorstellen kannst, wenn es um Kraft geht und darum, was durch dich getan werden kann. Denn du sollst ein offener Kanal sein für den allmächtigen Gott.